Herzlich willkommen bei Metalalter TV, dem Kanal für Leute mit gutem Musikgeschmack. Ich bin's, euer Tigger, und heute gibt es Deathcore, Metalcore, Death Metal aus Japan. Metal Roof haben wir schon mal reingehört, haben keinen neuen Song am Start, aber ein Video, was ich noch nicht kenne, das jetzt 3 Jahre alt ist. Newspeak heißt es eigentlich. Für mich ist es nicht mehr ganz so neu. Und da ist es das Newspeak oder Newspeak? Hören wir jetzt rein, schauen wir jetzt rein. Ich quatsch drüber, danach quatsch über den Song, über das Video. Ihr kennt das Ganze, los geht das. Oh, geil. Direkt schneller, harter, weirder Anfang. Geil. Geil. Wie gefällt's euch? Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr dabei seid. Like und Abo nicht vergessen. Ich finde Devil Look geil. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Auch ein sehr weirdes Video. Wieder wie immer bei Devil Look. So ein geiler Part. Slap man Bass und dann ist dieses geile Schlagzeugspiel. Mega. Und dann diese komischen Operationen im Krankenhaus dazu gezeigt. Am Auge. Oh, was kommt jetzt? Eine traditionelle Passage. Ich bin verwirrt. Ja. So kenne ich Devil Loof. Da ist das Video zu Ende. Devil Loof, Visual Key, Death Metal, Deathcore, Metalcore, alles zusammen. Geil, es gefällt mir. Noch ein bisschen Screamo mittendrin. Würde Passagen. Dann kulturelle Sachen mit dem Flöten- und Trommelteil da zwischendurch. Ich muss sagen, geil, das Video. Das Video und der Song zusammen sind sehr weird. Mit den Krankenhauspassagen oder diese Anstaltpassagen. Bei manchen Stellen war ich mir jetzt nicht sicher, ist es dann noch das Krankenhaus oder ist es eine Anstalt. Dann die Band gewohnt verrückt, gewohnt weird, aber geil. Ich muss sagen, der Song gefällt mir, auch wenn der Song bloß 2 Minuten 51 lang ist. Das ist kein langer Song. Aber der haut rein, der ballert, der ist geil. Devil Loof sowieso eine sehr, sehr, sehr geile Band. Habe ich ja schon das ein oder andere Mal drüber geredet. Gibt es seit 2015. Sind bei Ninth Records unter Vertrag. Beziehungsweise Devil Loof, Devil's Proof Production heißt es ja. Und haben insgesamt schon 3 Alben draus. Das ist Devil's Proof, das ist Oni und das ist Dystopia. Kommt eventuell noch was Neues. Da haben sie auch noch Mini-Alben natürlich am Start. Song for the Week ist jetzt das von diesem Jahr neu rausgebracht. Gab es schon mal ein Video zu, das habe ich auch drauf reagiert.
einige Singles. Ich muss sagen, die Band, die ist geil durch diese weirde Art, durch diese verrückte Art. Mir gefällt das. Das ist so eine Band, die kann ich immer wieder hören. Das macht immer wieder Spaß. Wie seht ihr das? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Schreibt mir auch gerne andere Bands in die Kommentare, auf die ich mehr reagieren kann, aber nicht immer die gleichen. Weil ich habe ja schon auf ganz viele reagiert. Dann lese ich immer irgendwelche Kommentare. So, da muss man drauf reagieren. So, und dann habe ich da schon drauf reagiert. Guckt ihr etwa nicht meine Videos? Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.